Ich bin der Flamur Schala. Wir haben den Donnerstag, den 30. September 2021. Und ich mache jetzt hier weiter. Wir haben den Buchstaben H. Jetzt habe ich es gesehen, gerade, ich habe im Bild noch die Jacke an. Ich bin kurz spazieren. Aber ja. Gut, jetzt haben wir den Buchstaben H, haben wir gesagt. Buchstaben H. Auch in 3D, dreidimensional, bedeutet also in drei verschiedene Richtungen gehend. Also wir gehen in drei verschiedene Richtungen. Eins da nach rechts, eins nach oben und dann noch eins. Ich bin ja da im zweidimensionalen am Zeichnen, aber das da bedeutet, es kommt zu uns, also direkt aus dem Bild raus. Und wenn wir jetzt das hier auf dem Tisch zeichnen, dann ist das hier, das geht dann senkrecht drauf. Also wie wenn man zum Beispiel ein Glas auf dem Tisch aufstellt. Oder man kann sich vorstellen, die Ecke von einem Raum. Da haben wir ja auch drei Richtungen. Gut, und jetzt das H, das soll auch so aufgefaltet werden. Und die Frage ist halt, wie sieht das denn aus? Ich schaue jetzt mal, wo der Start ist in dieser Lösung. Der Start ist hier. Also haben wir hier zuerst einmal die Breite. Das soll die Breite hier darstellen. Ungefähr, jetzt habe ich es vielleicht ein bisschen zu breit gezeichnet, aber das ist die Breite, dann geht es hier drauf. Und wir sagen, in der Zeichnung ist das so drin, dass das jeweils die gleichen Distanzen sind. Oben drüben haben wir noch einen Balken, der etwas kürzer ist. Der Balken hier oben ist anscheinend kürzer. Machen wir ihn etwas schmaler. Dann haben wir hier die Höhe, ich kann es hier vorne einzeichnen. Die Höhe vom H. Also am Schluss zeichnen wir dann hier noch ungefähr die Distanz hier nach oben. Bis hier zur Mitte. Und dann kommt hier noch. Das soll jetzt die Distanz hier darstellen. Da hätten wir dann noch das H. Dann haben wir unten durch wieder die schmale Breite hier. Dann geht es nach oben. Jetzt kommt das hier. Wie oft kommt das? Das müsste jetzt eigentlich dreimal kommen. Ja, einer ist da. Einer geht es so nach hinten, dann geht es rüber und dann geht es nochmal nach außen. Also haben wir hier eins, vielleicht hier zwei und drei. So sieht das ungefähr aus. Und dann ist man da an diesem Punkt bereits. Und jetzt geht es nochmal. Jetzt haben wir da nochmal so ein schmales Stück. Und nachher kommt wieder die längere Distanz oder die längste Distanz mit der Figur H. Dann sind wir da oben. Jetzt kommt dann wieder so ein ganz schmaler Streifen. Und dann geht es nach oben. Da haben wir nur zwei vorhin, jetzt kommt da noch das dritte Stück hin. Und wenn wir da noch das dritte Stück zeichnen, dann ist die Skizze eigentlich vollständig. Und mit dem haben wir auch die Aufgabe gelöst. Gut.